Hallo Freunde und herzlich willkommen bei CF Unboxings. Und heute gibt es endlich mal wieder ein neues Unboxing. Und zwar zum limitierten Steelbook von Dracula Untold. Um das Steelbook herum ist mal wieder so eine Pappbanderole gewesen. Und hier haben wir auch gleich den Digitalcode. Den könnt ihr dann auch gleich einlösen. Schon mal ein kleiner Gewinn für euch. Hier sehen wir, das Ganze ist ab 12 Jahren freigegeben. Und so sieht das Ganze aus. Hier oben steht nochmal zur Info Blu-ray und digital Ultraviolet, weil das ist ja eben dabei. Auf der Rückseite von der Banderole haben wir eben genau das, was auch auf der normalen Armoury abgebildet ist hier. Den Kopf, hier die Abbildung, dann von Caligula, von Dracula, gespielt von Luke Evans und hier von Dominic Cooper und hier von Sarah Gadon. Hier ist die Handlung. Wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr einfach auf Pause klicken. Hier bei den Extras haben wir eine alternative Eröffnungsszene, unveröffentlichte Szenen, ein Tag im Leben von Luke Evans, Dracula neu erzählt, Töten von 1000, das Land von Dracula, Luke Evans eine Legende erschaffen, Filmkommentar von Regisseur Gary Shaw und Produktionsdesigner Frank Ardoi. Ich finde, die Extras sind ziemlich cool, also habe ich mir alles durchgeguckt. Hier unten hier nochmal die ganzen Logos und ja, der Film geht 92 Minuten. Und jetzt Ton und Sound ist alles top. Und dann legen wir mal das beiseite und kommen hier zum eigentlichen Prunkstück, dem Steelbook. Und da muss ich gleich sagen, das ist hier Hochglanz. Also das Dracula Untold, der Schriftzug ist nicht geprägt. Finde ich aber jetzt auch nicht so schlimm, weil man hat sich halt hier für ein Hochglanz-Steelbook entschieden. Und das sieht wirklich ganz besonders cool aus hier mit diesem Drachen, mit diesem Drachen-Armor, mit dem Drachenanzug hier von Dracula. Das sieht richtig cool aus. Den hat ja Vlad ab der Mitte des Films und hier mit dem Schwert. Das sieht einfach nur richtig cool aus. Hier an der Seite am Spin haben wir einfach alles in matt-schwarz gehalten. Hier mit dem Legendary-Logo, mit dem Universal-Logo, mit dem Dracula-Anteil-Schriftzug und dem Blu-ray-Disc-Logo. Es ist einfach ganz einfach gestaltet. Auf jeden Fall von vorne sieht es cool aus. Kommen wir nun auf die Rückseite. Und da haben wir auch ein richtig tolles Artwork. Da sehen wir hier diese ganzen Fledermäuse, in die sich Vlad immer auflösen kann, wie sie hier wieder zu Vlad werden. Hier unten haben wir halt nochmal Infos zu Legendary und Film 2014 Universal Studios, was ich ein bisschen schade finde, immer an diesen Hochglanz, dass man hier die Fingerabdrücke immer sofort sieht. Deshalb ist ja klar, ich werde den Film danach sofort einschweißen, das Steelbook. Jetzt müssen wir das Ganze mal so aufmachen. Dann seht ihr, das gehört hier zusammen. Also das ist verbunden, das ist doppelseitig. Hier die Fledermäuse gehen zusammen und werden dann hier zu Dracula. Das ist richtig geil, habe ich bei so einem Steelbook noch nicht gesehen. Und wenn wir das Ganze mal aufmachen, haben wir gleich die Werbung von der Dracula-Serie, die ich richtig schlecht finde. Also kann ich euch nicht empfehlen. Auf jeden Fall hier haben wir jetzt erstmal die Disc. Bei der bin ich ein bisschen enttäuscht, weil man halt sofort sieht, das ist die gleiche wie die normale Blu-ray. Das Artwork ist zwar nicht schlecht, aber man hat hier halt sämtliche Logos mit drauf. Das Piggy-Logo in Englisch, in Amerikanisch Universal, Blu-ray Legendary, nochmal Logo, hier das deutsche Ab-12-Logo und das ist halt einfach richtig schade. Das ist halt der einzige Schwachpunkt an diesem Steelbook, sagen wir mal so. Auch der Innendruck ist ziemlich cool gemacht hier mit den Fledermäusen und dieses Kloster, in dem sie sich dann alle verstecken, das sieht richtig geil aus und ist ein richtig schönes Steelbook geworden. Bekommt von mir 9 von 10 Punkten. Perfekt ist es jedoch nicht, weil ich hätte mir vielleicht hier nochmal ein bisschen, ja, mehr gewünscht. Also das Hochglanz ist nicht schlecht, aber man hätte das ja prägen können, finde ich. Und auch auf dem Spin hätte man hier vielleicht noch eine Fledermaus drauf machen können oder so. Auf jeden Fall ist es schon ziemlich cool geworden. Das Einzige, was halt jetzt nicht so toll ist, ist eben das mit der Disc. Aber naja, was soll's, die tue ich jetzt hier mal schnell wieder rein. Und ich wette, dieses Video werden sich auch viele angucken, die jetzt bei der Verlosung mitmachen, weil heute kommt mir noch eine Verlosung, wo ich eins dieser Steelbooks verlose. Und ja, so sieht das eben jetzt auch. Sieht das aus, wenn ihr es haben wollt, dann macht gerne bei der Verlosung mit. Also ich gebe euch auch nochmal den Link in die Infobeschreibung danach her, wenn das Verlosungsvideo oben ist. Ansonsten könnt ihr mir jetzt gerne einen Daumen nach oben geben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gefällt euch dieses Steelbook? Was sagt ihr? Wenn ihr es euch kaufen wollt, in der Infobox sind die Links zur DVD, Blu-ray und natürlich zum Steelbook. Greift schnell zu, weil es könnte bald ausverkauft sein. So stelle ich mir das vor. Und auch hier auf der Innenseite ist es ziemlich cool, wie ihr hier sehen könnt. Geht das hier noch weiter? Dieser Druck geht auch hier noch auf der Innenseite weiter. Also es ist richtig schön geworden, das Steelbook, muss ich sagen. Also 9 von 10 Punkten meinerseits. Macht was draus mit diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Und das Steelbook könnt ihr euch natürlich gerne kaufen bei Amazon. Der Link ist in der Infobox. Und für alle anderen, die sich es nicht unbedingt kaufen wollen, die können gerne bei meiner Verlosung mitmachen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis demnächst.